Game of Thrones. Press X to begin und damit moin moin hallo und vor allem herzlich willkommen hier auf unserem Kanal The Nerd and Way of Life. Ich bin der Dre und ihr seht schon, wir spielen Game of Thrones von Telltale auf der PS4. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Hat noch keine Zeit gefunden, bis jetzt das Spiel zu spielen bzw. aufzunehmen. Aber das macht ja nichts. Noch ist die zweite Episode nicht raus, deswegen machen wir das einfach jetzt. Aber die zweite wurde angekündigt. Ich habe heute den Release gesehen. 3. Februar. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das ein bisschen zeitnäher als die erste Episode. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier direkt an mit der ersten. Wie heißt das? Mit der ersten Episode. The Northerners will never forget. Tyrion Lannister. Ja, Game of Thrones. Das Spiel zwischen, ich meine zwischen der 3. und der 4. TV-Staffel. Deswegen, wenn ihr Game of Thrones guckt im Fernsehen, gebe ich euch den Tipp, diese Serie erst zu Ende zu gucken und dann hier bei diesem Spiel zuzugucken. Weil es wird zwar nicht direkt gezeigt, was so in der Serie passiert, aber es ist trotzdem besser, wenn man dieses Spiel nicht sieht, wenn man die Serie verfolgt. So. For thousands of years, House Forrest have been loyal Bannern of House Stark, to House Stark. In the darkest reaches of the Wolf's Wood, they harvest the rare ironwood trees. Now the Northern has been ripped apart by a war. The rival houses seek to claim Forrester. Shit. Vielleicht wart ihr schneller als ich. Ich bin jetzt auch erstmal ruhig. Ist leider in Englisch. Garrett Tuttle, Squire of Lord Forrester. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Ja, wir spielen jetzt hier den Tuttle. Ein Knappen von Lord Forrester. Make sure it's faultless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brains all. Glaube ich, Squire heißt, glaube ich, Knappe. I'll have one like it myself someday. You? You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being honest, you are just a squire. Oh, don't be an arse, Owen. Apologies, your lordship. Arse. I had a hand in it, you know. A hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk, he barely made it out of his tent. So what really happened? Wenn du so viel besser weißt. So what really happened? Someone caught him, I suppose. Ask any man here and they'll say it was them. You captured the Kingslayer. Aye. Well, I had a hand in it. Aye. And round his ankle as 10 others took him down. See? What do I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story, which grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your job. Ja, gut. Thanks. You're welcome. Ich muss vielleicht dazu sagen, das erste Kapitel hier jetzt, also ein Stück davon, habe ich jetzt schon gespielt, um die Einstellungen abzustimmen. House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach, and House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Deswegen kenne ich die erste Viertelstunde schon. Fetch your cup, the night we celebrate. Sogar der Knappe soll sein Becherchen schnappen und mit seinem Lord saufen. To Robb Stark, the King in the North,
The King of Numenor! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard! The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Death to the Lannister! Iron from ice! Iron from ice! Wieso wiederholt er mich denn? Spielt der Papagei oder was? Yes, my lord. Yes, my lord. My lord. I for Roderick. As his father, my lord. I could not be more proud of the man he's become. My lord. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. My lord. Yep. My lord. Uh-huh. My lord. Yo. My lord. Hmm. My lord. Stormtrooper. 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 Stormtrooper. My lord. Stormtrooper. 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 My lord. Ugh. My lord. Go f*** yourself. 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 Aw. What's up? On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. Is also the question, but what's to be done with you? It's been on my mind for a while now. Something must be done. What do you mean? You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? To honor this noble house. The House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Your hard work has paid off. I won't let you down. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Also, ich wurde befördert. And find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Aber ich darf den anderen Knappen davon nichts erzählen, weil die schon länger Knappe waren als ich. Squire, fetch us more wine. Can you give me a hand? Und er ist anscheinend mein bester Freund. Come on. Selbst er darf es nicht wissen. No problem. No problem. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. Mhm. Ich habe beim letzten Mal eine andere Auswahl getroffen und er hat was anderes, also dasselbe gesagt. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. It's just your job to do the work and stop complaining. You try squiring for Norin and see how much you like it. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Who doesn't love bacon? Ah, pig farmers. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. All in wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. Enough I'm whining. I'm sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? That's right over there. The Trins, Stronghold of House Frey, The Red Wedding. So, und hier ist jetzt der Punkt, wenn ihr die Serie kennt und noch nicht an der Red Wedding wart. Take your time. Macht aus. You lot have drunk your share. Macht einfach aus. Lord Walders, in a generous mood. Und alle anderen
Nice night for a wedding. Ihr werdet euch an diese Stelle sehr, sehr gut erinnern. Vor allem die Musik. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. What? What's wrong? What's gotten into you? You're acting rather odd. You've had too much wine. We need to get back now. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. Then take the fucking flagon already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Ja, scheiße. Wir saven Bowen. But what about... What the hell was that about? Slow down, would you? What's the rush? Still need a fucking run. Run! Ob das was bringt. Ja, das bringt was. Alles klar, jetzt geht hier die Action los. Die Freys, oder Fries, oder wie auch immer man sie ausspricht. We need to get back to camp. Boykottieren. Ups. Okay, lauf, 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 los. Lauf, 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 lauf. Jetzt, als Knappen, wir müssen unseren Lord retten, beschützen. Warnen. Ich meine, muss man den jetzt noch warnen? Der sollte eigentlich Bescheid wissen, was jetzt abgeht. Und er scheint sich ganz gut verteidigen zu können. Oh, 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 oh. Nee, ach, Quatsch, war ja gar nicht. Hier, da, so, so, ja, so, R2 und... Wo ist unser Buddy jetzt hier? Bowen. Alter, 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 Alter. Ready, boys! Whoa! Shoot that one! What? Bam! Oh, jawohl. Siehst du, hat sich doch gelohnt, die zu retten. Oh-oh. Oh-oh. Bleib doch einfach stehen! Okay, alles klar, unter durch, unter durch. Das ist jetzt so ein bisschen Tutorial, da erklären sie einem so ein bisschen die Steuerung. Die genauso ist wie in allen anderen Telltale Games. Quicktime Events und Wischiwaschi-Steuerung. Runter! Drei! X, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Alter! Ich bin ja nicht so ein Fan von Quicktime-Events, ne? Oh oh. Sound dabei auch noch. Ja, gut, dass du ihn abgelenkt hast. Was, ist der davon jetzt gestorben? Na gut, wenn so ein Pferd einem auf den Brustkopf fällt, ne? Ich find's irgendwie schon krass, dass es ab 16 ist. Speak up, Garrett. I tried to save him, but there was nothing I could do. Weil bei The Walking Dead sind es ja Zombies. Und die USK ist da ja so ein bisschen merkwürdig. Wenn es menschenähnliche Viecher sind, ist es zwar auch nicht cool, aber wenn es richtige Menschen sind, so wie hier, ist es meistens ein Problem. Und wird direkt ab 18 eingestuft. Aber die erste Episode ist noch ab 16. Alter. Go, my lord. While there's still time. Wobei die zweite ja ab 18 eingestuft werden soll. Sind wir mal gespannt. Ist wohl das erste
Die erste Telltale-Episode, die ab 18 ist, soweit ich weiß. Seven Hells. We have to keep moving. Wobei, ich glaube, The Walking Dead war auch schon ab 18. Aber die Serie an sich ist komplett ab 16. Deswegen ist das so ein bisschen verwunderlich. Sind wir gespannt. 3. Februar. Mal gucken, wann ich das hier gespielt und hochgeladen bekomme. Sehen wir dann ja vielleicht, wenn sich das überhaupt jemand anguckt. Wenn es so wie bei Borderlands ist, wo es keiner guckt. Ach komm, wir nehmen das Schwert jetzt hier. Ich muss auch mal wieder auf das Spiel eingehen. You have to go. I will do as you command. I'll do as you command, my lord. My lord. You have served me well. Recherche. I know I can count on you. Recherche. Run. Tell your uncle. Komm mal wieder runter, sagt er. The North Grove must never be lost. Muss ich mir no one but him. Grove. Do you understand? We never. You swear. Tell only your uncle Duncan. Future of the house, I swear that I will. I swear that I will, my lord. Hey, it's those foresters. On your honor, you must do this for your house. Go! Go! Kill those fucking foresters! Und? Ja, mit seiner kleinen Axt da jetzt, ey. We've lost the lord of Frey. Tschüss. Tja, und so beginnt unsere Reise aus dem Schlachtfeld. Oh, schön. In die Welt von Game of Thrones. Das ist so cool, das ist das Original-Intro aus der Serie. Ich bin mal gespannt, ob sie mir die Musik wegclaimen hier. Oder ob man die benutzen darf. Badada. Game of Thrones. Ja, geil. Episode 1. Iron from Ice. Normal könnte man jetzt hier schon einen Break machen, aber... Nö, wir nehmen uns die nächsten 4 Minuten noch. Forrester Lands, The King's Road. A Telltale Story by Andrew Grant Ryan Kaufman, directed by Martin Montgomery, Art Direction by Joe Henke, Environment Kim Lyons oder Lyons, Animation Jessica Brizo, Choreography Ryan Rather, bla bla bla. Okay, sollte reichen. So, jetzt können wir uns hier frei bewegen. Endlich, endlich Point and Click Action. Whoop, whoop. Und es ist die gleiche Steuerung wie bei jedem Telltale-Spiel. Oh, blood. I hope this is not Chris's blood. Blood. Fresh. Ja, bestimmt irgendeine Sau, die hier rumliegt. Das sag ich doch. Totes Schwein. Ach, er ist der Schweinefarmer. Er ist der Schweinefarmer, richtig. Könnten seine Schweine sein. Also sein Vater ist Schweinefarmer. Hier steht ein Wagen. Der steht garantiert im Weg. Kann man irgendwas machen? Nö, wird ja vorher schon angezeigt. Dann gehen wir halt nach rechts, wenn man nach links nicht kann. Ein Card. Look at the card. Ups. Alter, die Texturen sind aber schon ein bisschen matschig, ne? Das Vaters Car. Ich muss sagen. Es läuft tatsächlich relativ flüssig für ein Telltale-Spiel. Ja, abgestochen die Sau. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, wir spielen auf der PS4, aber das sieht. Long, boy. There's nothing for you here.
Oh, if you know. I said move on. Fed to the fucking pigs. Komm, diesmal ziehen wir das Schwert. I'm going to kill you. I'm going to find you. Is I'm that going to so? Kill you. You can try if you like. And das we'll Schwert ist doch schon blutig, Alter. Get off my land. This is Bolton land now, boy. Glaubst Lord du? Bolton is the new warden of the north. I reckon he like a proper lordly sword like that. Quick time events. Aber das Schwert ist auch einfach mal doppelt so groß wie er. No. Scheint sein Vater zu sein. Ja, stand ja auch eben. Get to your father. Sword, boy. No way. Fuck you. Fuck you. Ah, schön, dass sie das nicht so auspiepsen müssen und so. Gravander! Oh oh. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Der hat einen derben Bart, oder? Andersrum als meiner im Grunde. So, diesmal nehmen wir aber die, wie heißt das hier, die Mistforke. Genau, das hatte ich erwartet. Und jetzt kommt, zack. Wie kann das nicht ab 18 sein? Das ist doch krass. Nur weil es so ein Comic-Stil ist. Wie nehmen wir den jetzt auseinander? Der lässt sich aber verarschen, Alter. Was? Okay, das Schwert. Ach nee, das ist ja mein Schwert. Ah! I used to be adventurer like you, but then I got a knife in my knee. Oder Dolch? Was heißt Dolch auf Englisch? Genau. Na. Ups. Mercy, please. I beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. I was only following orders. Ach komm. Thank you. Das werden wir bereuen. Weiß ich jetzt schon. Werden wir bereuen. Aber was soll's. Lord Whitehill will see you hang for this. That much I promise. Wieso reit Feigling, Alter? Warum haut der jetzt einfach ab? Das ist einfach nur ein Knappe mit einem großen Schwert. Warum verpisst er sich da jetzt? Oh, wir müssen Schluss machen. Father? Garrett, you survived. Natürlich. Your sister. What? Oh, she hid. Oh, okay. Ab jetzt kenne ich es übrigens auch nicht mehr. I tried to stop them. Aber du bist alt. Was? Und das waren seine letzten Worte? Okay. Alter, hat die da was? Oh, krass. I'll kill the man who did this. I'll kill them all. Das ist doch eine perfekte Stelle für fürs Ende dieser Folge. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Dre sagt tschüss und ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.